Willkommen zu einer neuen Folge bei mir auf dem Kanal. Heute geht es wieder um Boote, genauer gesagt um Bootsmotoren. Bei mir gibt es einen neuen Verbrennungsmotor für mein 5 Meter Schlauchboot und für das 320er. Was das genau für einer ist, werde ich euch gleich mit dem Besitzer Stefan erläutern. Viel Spaß! Wie schon angeteasert, bin ich heute zu Gast beim Bootscenter Riedberg. Das ist der Stefan, der Chef des Ladens. Hi. Grüß dich. Ja, ich hole hier meinen Motor ab. Wie man schon jetzt sieht, ist es ein 15 PS geworden. Und warum ein 15er? Da hatte ich mich mit dem Stefan länger drüber unterhalten. Was macht Sinn bei mal so einem Boot wie meinem, was nur 110 Kilo wiegt? Ich könnte 40 PS motorisieren, aber da hast du mir gesagt, schnelleren Start würde auf jeden Fall funktionieren, dass man schneller in die Gleitphase kommt. Aber an der Endgeschwindigkeit wird das gar nicht so viel machen, oder? Richtig, genau. Also hier haben wir natürlich den riesen Vorteil, der Motor ist im Vergleich zu so einem größeren 40 PS Motor als Beispiel viel, viel leichter. Und ich bringe das Boot irgendwann nicht mehr über die Rumpfgeschwindigkeit rüber. Das ist der große Vorteil, den ich jetzt hier habe. Genau, so ein 40 PS, der wiegt dann schon 94, 96 Kilo, hast du mir vorhin gesagt. Ja. Und den hier mit 46, 47 Kilo hebe ich noch ganz, ganz easy alleine an. Und wenn ich dann zum Beispiel mit meinem 3,20 Meter Schlauchboot unterwegs bin, habe ich den großen Vorteil, dass ich den noch alleine handeln kann. Brauche keine zweite Person oder einen Kran, wenn ich ihn abmachen möchte. Genau. Ich möchte nur mit meinem Elektromotor unterwegs sein, brauche den Verbrenner nicht, nehme ich den ab. Ist natürlich auch eine Entlastung für den Spiegel, ne? Anstatt wenn da hinten immer ein Gewicht dran wippt. Und ja, kommen wir mal zu dem Modell, den Vorteilen eines 15 PS. Und dann frage ich doch mal den Experten, warum 15 PS nicht nur führerscheinfrei in Deutschland? Genau. Ja, also größter Vorteil jetzt auf Deutschland bezogen, bis 15 PS einschließlich führerscheinfrei. Und ganz besonders bei Mercury jetzt, hier haben wir schon eine elektronische Einspritzung, das heißt kein Vergaser mehr, kein Startproblem, besonders beim Kaltstart. Durch die Kaltstartanhebung, ne, die der automatisch macht, der Motor schon, bin ich da echt gut aufgestellt. Besonders wenn es dann mal, so wie jetzt gerade, kälter ist. Genau, also ihr kennt es auch, besonders die Karpfenangler unter euch. Das Boot liegt schön im Wasser, startbereit. Man hat alles schon runter, man muss nur noch anziehen, hier einmal und dann geht's los. Natürlich möchte so ein Motor nicht sofort auf Vollgas getrimmt werden, aber ihr fahrt ja erstmal dem Fisch entgegen und das reicht den Motor so 2, 3, 4 Minuten, um dass er richtig warm ist und dann könnte man Vollgas fahren, aber so schnell würde man ja auch überhaupt nicht einrollen können, die Schnur, dass man zum Fisch kommt. Deswegen ein Standgas, vielleicht ein bisschen schneller, reicht von der Geschwindigkeit aus und macht dem Motor auch nichts aus, wenn er dann kalt ist. Genau, richtig. Ja, kommen wir weiter. Was gibt es sonst hier an dem Motor noch zu beachten? Also hier wird er angezogen, wie jeder Verbrenner. Hier geht er aus. Genau, also hier drunter gibt es den Notaus. Also wenn der hier gezogen wird an der Seite, dann wird der Motor auch ausgehen. Eine Besonderheit hier, falls man das hier mal verlieren sollte, sollte man nicht, weil das in der Regel Sicherheitsbestimmungen am Handgelenk befestigt, gibt es hier nochmal einen Ersatz von Mercury mitgeliefert, dass man den Motor dann auch später wieder starten kann. Denn sonst, wenn das Teil nicht mehr dran ist, dann wird auch der Motor nicht gestartet. Richtig, genau. So, dann haben wir noch den riesen Vorteil, die Pinne ist, wie man es hier sieht, verriegelt, ja, zum Transport. Also die fällt mir nicht irgendwie runter, wenn ich ihn jetzt am Tragen bin und gräbt sich in der Erde ein. So, die entriegel ich dann einfach dementsprechend. Zweiter Vorteil, ich habe hier eine Höhenarretierung. Das heißt, je nachdem, wie ich im Boot sitze, drehe ich diese Stellschraube hier hoch und runter und stelle damit wirklich die Höhe ein, wie ich es brauche. Dritter Vorteil, wir können unsere Pinne auf quasi für einen Linkshänder oder für einen Rechtshänder einstellen. Und zwar habe ich hier drunter eine Mutter versteckt, die löse ich leicht und kann die Pinne in der Grundstellung nach rechts oder links direkt arretieren, je nachdem, wie lang mein Arm auch ist. Genau, ja. Sollte ich sozusagen im Schlauchboot immer auf der linken Seite setzen, setze ich mir die Pinne rüber und habe eine optimale Position. Denn generell, außer jetzt bei mir in meinem Fall mit dem 5 und 3,20 Meter Schlauchboot, wechselt man den Motor ja nicht beim Boot. Und deswegen kann man sich das wirklich hier personalisieren. Ist eine coole Sache.
Worauf sollte man noch achten, wenn man so einen Motor im Einsatz hat? Natürlich guten Sprit, dass der Ölfüllstand passt. Genau, den Ölfüllstand regelmäßig natürlich kontrollieren, gerade am Anfang jetzt. Ne? Da kann auch mal ein bisschen Öl sich irgendwo reinsetzen, wo es vielleicht bei der Erstauslieferung nicht war. So nach dem ersten Mal fahren sollte man da schon nachgucken. Wie du schon sagtest, guten Sprit natürlich, der sollte jetzt nicht zu alt sein, irgendwie 3 Jahre in der Garage gestanden, das mag der Motor dann nicht so, gerade beim Einspritzer jetzt würde ich das dann relativ schnell merken. Ansonsten bin ich da erstmal sehr pflegeleicht mit unterwegs. Thema Einfahren natürlich jetzt beim neuen Motor, wichtig, bitte beachten. Also ich sage meinen Kunden immer, man sollte so in den ersten 10 bis 20 Stunden nicht länger als eine Minute Vollgas fahren. Ja, also nicht gleich Motor ins Wasser und eine halbe Stunde Vollgas aufdrehen und Kapelle machen, sondern erstmal sich langsam rantasten, weil gerade wenn man vorher, wie du jetzt, vom 3,5er auf so ein 15 PS wechselst, das ist schon ein gewaltiger Kraftunterschied, den man hat, gerade in Kurvenfahrten. Also da erstmal langsam rantasten. Okay, vielen Dank. Und wie kann man denn feststellen, ob der Öl, der genug Öl auf dem, Motor ist? Das ist ganz einfach. Dann nehmen wir hier die Haube mit dem Schnellverschluss los, öffnen, nach hinten abnehmen, dann habe ich die auch schon in der Hand. Hier sehen wir schon mal ein bisschen mehr vom Motor. Was ich so schon recherchiert habe, ist, dass hier das Öl reinkommt, ist wie beim Auto, ist ja ein Verbrenner. Genau, ist bei Mercury super gelöst. Alles, was mit Öl zu tun hat, ist immer gelb. Ja? Also Öl auffüllen, gelb, Ölfüllstand kontrollieren, hier sieht man es, auch gelb. So, und den ziehe ich dann einfach raus und hier habe ich, wie beim Auto, die Füllstandsmarkierung und zwischen dem untersten Punkt und zwischen dem obersten Punkt sollte der Füllstand dann sein. Also genau, auf keinen Fall drüber, wie beim Auto, sondern maximal auf dem höchsten, vielleicht ein bisschen drunter. Genau. Ja, sonst ist wahrscheinlich meine Aufgabe hier im Innenraum damit erledigt, wenn dann geht das Ding zum Stefan, denn so ein Motor sollte auch gewartet werden. Ist halt wie ein Auto, Auto muss zum TÜV, da kriegt man dann gesagt, was zu tun ist, aber mit so einem Motor, den man jetzt vielleicht nicht jeden Tag einsetzt, sondern immer mal wieder, gibt es halt verschiedenste Sachen zu beachten und da sollte auf jeden Fall ein Service dazugehören. Wann ist denn so ein Service überhaupt sinnvoll oder wann, nach wie vielen Stunden? Ich habe den ja heute, hol den ab, fahre, schreibe ein bisschen die Stunden auf dem Handy mit und genau. Wie viele Stunden sind das denn? Oder Tage oder Wochen oder Jahre? Richtig, also beim neuen Motor grundsätzlich ist die Empfehlung, die erste Inspektion nach 20 bis 30 Stunden. Das ist natürlich abhängig vom Fahrverhalten, aber wenn ich jetzt sofort mal so ein Wochenende unterwegs bin und fahre viel, dann nähere ich mich durchaus schnell diesen 20 Stunden und dann ruft man einfach bei seinem Mercury-Partner an, in diesem Fall bei uns, macht einen Termin, dann kommen alle Öle einmal runter, Filter raus, weil einfach durch die Produktion können irgendwo noch Schwebstoffe drin sein, die sollen dann halt möglichst nicht zu lange im Motor sein. Danach habe ich dann ein Wechselintervall von einmal im Jahr oder alle 100 Betriebsstunden, je nachdem, was eher eintritt. Okay, Butter bei die Fische, was kostet denn so ein Service? Dann könnte man ja auch im Endeffekt selber machen mit Nachrüstsitz, aber wenn man nicht so viel Ahnung hat, dann geht man ja zu so einem vertrauensvollen Partner wie Burgcenter Riedberg. Was kostet sowas? Also da ist natürlich jeder Händler anders, jeder hat da eine freie Preisgestaltung. Tendenziell, wenn man irgendwo am Gewässer direkt ist, wird es tendenziell teurer sein als bei uns hier auf dem platten Land. Beim 15er liegen wir bei 69 Euro plus Material. Okay, da hat man schon mal so einen ungefähren Richtwert, das ist schon mal ganz gut. Und dann sollte man sich überlegen, bei so einem Invest hier von fast 3.000 Euro bei so einem Motor, ob man dann wirklich so einen Service vielleicht direkt selber machen sollte, wenn man nicht so viel Ahnung hat, sondern sollte dann wirklich so einen Motor auch pflegen lassen, damit man lange was davon hat. Denn gerade bei Mercury ist es so, eine sehr, sehr gute Ersatzteileversorgung, auch über Jahrzehnte. Ich habe ja einen 3,5 PS, der ist glaube ich schon 10, 12 Jahre und da ist es absolut gar kein Problem, irgendwelche Ersatzteile zu bekommen. Ja, also wir haben auch noch in der Kundschaft durchaus Mercury-Motoren, die aus den 80ern sind und selbst die kommen noch zum Service zu uns und auch da bekommt man eigentlich noch alle Ersatzteile zu. Genau. Und der nächste Vorteil, wenn man regelmäßig die Inspektion macht bei so einem neuen Motor, vom Werk aus gibt es bei Mercury 3 Jahre Garantie, mache ich regelmäßig meine Intervalle, dann habe ich automatisch 2 Jahre Verlängerung, also dann habe ich 5 Jahre Werksgarantie. Ja, da sieht man schon mal ganz gut, was für ein Vertrauen Mercury, die schon so viele Jahre, Jahrzehnte im Business sind, in ihr Material haben, damit sie so eine Garantie überhaupt geben, dass das für die wirtschaftlich ist. Ja, sonst
gibt es natürlich bei so einer Motorgröße nicht mehr wie bei meinem 3,5 PS einen internen Tank, sondern einen externen Tank. Ich denke, das wird jetzt ein 12-Liter-Tank genau, sein. Das ist der 12-Liter-Tank standardmäßig beim 15er dabei. Ja, der kommt so aus dem Karton. Da genau. Habe ich schon einen passenden Schlauch dabei. Der kommt hier hinten an den Motor mit dem Schnellverschluss dran. An dem Tank ist er fest angeschlossen. Dann habe ich einen Pumpball zum Vorpumpen. Ja, dass wenn ich noch keinen Sprit im Motor habe, drücke ich 2-3 Mal, bis der Ball stramm ist. Und dann kann es auch schon losgehen. Perfekt. Und ganz wichtig ist, wenn ihr sozusagen mit eurer Session, eurem Urlaub, vielleicht auch mit der Familie mal mit dem Boot fertig seid, dann zieht den Benzinschlauch ab und lasst ihn auslaufen, damit das Benzin aus dem Kreislauf kommt, damit der Motor wirklich leer ist. Hier geht es nicht darum, dass man irgendwelche Flüssigkeiten drin behält, sondern einfach Benzin kann verharzen. Das setzt dann die Schläuche zu und dann wird es dann doch teurer als 69 ja, Euro. Richtig. Also ich brauche nicht mehr wie früher beim Vergaser den wirklich leer laufen lassen. Das wäre dann für die Einschutztechnik nicht so gut, wie man das hat früher machen müssen, beim Motorrad vielleicht auch. Das brauche ich nicht mehr machen, aber schon genau richtig, Benzinschlauch abziehen, dass der Kreislauf da leer wird. Wichtig vielleicht noch zu sagen, der 15er hat ja einen eingebauten Benzinfilter hier auf dieser Seite und hier unten sehe ich so einen kleinen roten Ring in dem Filter. So, wenn ich Wasser im Benzin habe, im Tank, wie auch immer, fängt dieser Ring an hochzuschwimmen. Also ein Indikator, wenn der Motor vielleicht mal Probleme machen sollte, stottern sollte, hier einmal reinschauen, wenn der Ring hochgeschwommen ist, weiß ich, okay, ich habe irgendwie Wasser reinbekommen, entweder Kondenswasser oder wirklich einen Schluck Wasser beim Tanken mal mit reingekommen, dann einmal beim Händler entweder melden und auf jeden Fall mit dem Tank nicht weiterfahren. Genau, das heißt nämlich, das Ganze muss durchgespült werden und das Ganze dann, also abgelassen, durchgespült genau. Mit Benzin, richtig. Damit die Fremdkörper, also das Wasser, wieder rauskommt genau. Und dann kann man wieder ganz easy weiterfahren. Das Ding fällt wieder runter und ihr seht auf jeden Fall, dass ihr sicher weiterfahren könnt. Was gibt es sonst noch für eine Sache? Also für mich ist wichtig, eine Ersatzschraube dabei zu haben, wenn ich bei meinen Trips unterwegs bin und ich dann vielleicht doch mal aufsetzen sollte. Vor 2 Jahren war ich mal in Schweden unterwegs zum Raubfischangeln. Viele Steine im Wasser, die man auch oftmals nicht sieht, so Steinfelder. Und wenn man sich dann eine Macke holt, sollte man natürlich gucken, dass nicht die Welle irgendwo getroffen ist. Wenn es dann nur die Schraube ist, Schraube auswechseln, denn sonst gibt es eine Unwucht und das wirkt sich dann auch wiederum auf den Motor, auf die Welle aus. Genau. Das wäre fatal. Richtig. Und also, sonst, der 15er, seit einigen Jahren sind die R5 ist ja in Deutschland von 9 oder 10 PS auf 15 PS richtig. Erlaubt zu fahren, Führerschein frei. Tolle Sache. Natürlich ja. Sollte man auf den jeweiligen Gewässern die Geschwindigkeitsbegrenzung und die jeweiligen örtlichen Vorschriften beachten. Sonst 15 PS hat jede Menge Kraft. Ja, auf jeden Fall. Also hier hat man natürlich, ist man sofort beim Zweizylinder mit über 300 Kubik. Also da passiert schon richtig was. Und ja, ist was anderes. Okay, mein großes Boot hat ja keinen Festrumpf, sondern einen flexiblen R-Rumpf. Und wiegt so roundabout 110, 120 Kilo. Wie schnell könnte ich denn werden mit so einem 15 PS? Kann man das sagen? Ist, so über den Daumen? Ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Hängt stark natürlich von der Beladung ab, vom Wetter ab. Einfach, habe ich Wellen, habe ich Gegenströmung und so weiter und so fort. Aber ich werde durchaus ins Gleiten kommen damit. Also du wirst bestimmt nochmal berichten davon, wie schnell du dann tatsächlich warst. Und ich bin auch gespannt. Definitiv. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir sind das Gröbste durchgegangen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt mal gerne in die Kommentare. In Zukunft wird es auch noch mal einen weiteren Clip dazu geben, wie man so einen Motor dann einwintert, worauf man achten sollte, aber das im nächsten Clip. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wer weiß, vielleicht hängt ja auch bald bei euch am 15er am Boot. Danke, Stefan. Danke.